Die Burg Grimmenstein gehört mit Sicherheit zu den ältesten noch vorhandenen Bauten von St. Margarethen. Erwähnt wurde sie erstmals im Jahr 1254. Danach erlebte sie eine bewegte Geschichte bis zu ihrer Zerstörung im Jahr 1416. Seit kurzem ist die Ruine von einem Baugerüst umgeben. Grund dafür ist eine Sanierung des historisch bedeutsamen Materials nach über 80 Jahren der Ruhe. Lose Mauerteile werden entfernt, das Mauerwerk gereinigt, Löcher geschlossen und exponierte Mauerteile gesichert. Vor allem aber muss die Mauerkrone wasserdicht gemacht werden, womit künftige Schäden vermieden werden können. Am 8. Juli 2023 lud die heutige Besitzerin der denkmalgeschützten Burg, die Ortsgemeinde St. Margarethen, zu einem Tag der offenen Baustelle ein. Man konnte das Baugerüst besteigen und erhielt Informationen über die Geschichte des Bauwerks und die aktuellen Arbeiten. Die Begehung des Baugerüsts erlaubte Einblicke, die man üblicherweise nicht gewinnen kann. Auch die von der Ortsgemeinde spendierte Zwischenverpflegung war aus besonderer Perspektive zu sehen. Die vom Wetter abgewandten Mauern sind noch gut erhalten. Die nach Süden und Westen exponierten Teile der Ruine aber stark verwittert. Die Burg wurde als quadratischer Wohnturm erbaut. Die Mauern weisen eine Stärke von über 2,5 Metern auf, die Südseite sogar 3,5 Meter. An diesen Turm schloss im Norden ein Burghof an, der eine quadratische Zisterne enthielt. In die Wohnräume der Burg gelangte man wahrscheinlich über eine Außentreppe zum Haupteingang in einem Obergeschoss, damit der bei Gefahr besser bewacht werden konnte. Das Erdgeschoss diente als Lagerraum. Kriegerische Angriffe auf die Burg waren vor allem von Süden her zu erwarten, wegen des dort erhöhten Terrains. Diese Luke befindet sich in der Nordwand und im Erdgeschoss, war daher also keine Schießscharte. So sieht die Luke von außen aus. Rote Verfärbungen am Sandstein deuten darauf hin, dass er großer Hitze ausgesetzt war. Anhand solcher Brandspuren kann man Rückschlüsse auf die bewegte Geschichte der Burg ziehen. In diesem Loch der äußeren Ostfassade befand sich ein Holzbalken, der im Rahmen der Renovationsarbeiten sichergestellt wurde. Man erhofft sich mit der Untersuchung des Holzes weitere Rückschlüsse auf die Geschichte des Bauwerks. Dies ist ein sogenanntes Lichtfenster in der nördlichen Fassade. Es diente dazu, eine Lichtquelle, zum Beispiel eine Öllampe, aufzustellen. Das Lichtfenster befindet sich an der Außenfassade, woraus zu schließen ist, dass sich auf dieser Seite der Burg eine Balustrade aus Holz befand. Die Wohnräume waren wahrscheinlich mit Holz verkleidet, was das Wohnklima im Steinbau sicherlich verbesserte. Die noch erhaltenen Fensteröffnungen weisen Vertiefungen für Scharniere auf. Die Fenster konnten demnach im Winter mit Holzläden verschlossen werden. Diese horizontale Kerbe in der Innenwand diente der Befestigung von Holzbalken für eine Geschossdecke. Die Distanz von einer Innenwand zur gegenüberliegenden beträgt über 9 Meter. Es mussten also für den Bau der Burg nicht nur große Mengen Steine herangetragen, sondern auch mächtige Bäume gefällt werden. Wer von den Besuchern es bis zum obersten Gerüstgeschoss wagte, hatte einen wundervollen Ausblick in die ganze Region, wie man ihn wahrscheinlich für eine Zeit lang nicht mehr wird genießen können. Wie das Dach früher ausgesehen haben mag, lässt sich nur noch erahnen. Wahrscheinlich war es ein einfaches Sattel- oder Pyramidendach. Gesichert ist, dass es nicht mit gebrannten Ziegeln bedeckt war, weil in der Umgebung keine entsprechenden Tonscherben gefunden werden konnten. Im Jahr 1416 wurde die Burg nach bewegter Geschichte endgültig abgebrochen.
Gemäß Aufzeichnungen waren über 60 Personen während 8 Tagen damit beschäftigt. Dazu wurde an der Basis eine horizontale Kerbe geschlagen, diese mit Brennholz gefüllt und angezündet. Dann konnte man aus Distanz zuschauen, wie die Burg in sich zusammenfiel. Später wurden die Steine als Baumaterial für Häuser in der näheren Umgebung verwendet, zum Beispiel für den Torgel in Romenschwanden. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum nicht die ganze Burg zerstört wurde, sondern ein Teil stehen blieb. Wie dies übrigens auch bei anderen mittelalterlichen Burgen der Fall ist. Auch dies wurde vom Experten plausibel erklärt. Ein Teil der Burg wurde absichtlich stehen gelassen, als weitherum sichtbares Mahnmal, das daran erinnern sollte, was passieren kann, wenn man riskante Raubüberfälle verübt. Den Abschluss dieser Reportage bilden einige Bilder vom höchsten Punkt der Ruine in Richtung Bodensee und St. Margrethen.